Ja, hallo alle zusammen. Heute möchte ich mal einen Behältertragwagen vorstellen für PA-Behälter der ersten Generation. Diese Behälterwagen wurden so circa ab 1950 für die Deutsche Bundesbahn gebaut. Das sind zwei Achser für maximal drei PA-Behälter. So, gezogen wird er von einer BR211, die jetzt so langsam hier durch den Berg fährt und gleich aus dem Tunnel herauskommt. Sie wird kurz im Bahnhof Waldkirch halten, weil noch umrangiert werden muss. Sie hat zwei Güterwagen mit dabei, die zum Güterschuppen kommen, und ein PA-Behälter wird abgeladen auf ein Straßenfahrzeug. Ja, übrigens werde ich hier an dieser Stelle mal erwähnen, diesen Behältertragwagen, den habe ich von Thomas aus dem Westerwald geschenkt bekommen. Nochmals herzlichen Dank dafür. So, aber da auf Gleis 1 noch ein Nahverkehrszug steht, wird dieser erst abgefertigt, damit die Rangiererei hier losgehen kann. So, jetzt muss umrangiert werden, nämlich die zwei gedeckten Güterwagen. Die müssen hinten dran stehen, weil die zuerst zum Güterschuppen kommen, und der Behälterwagen muss gleich hinter der Lok stehen. Da muss ja noch umkurbelt werden. Hallo, hat da jemand geschlafen?
Der Behälterwagen steht jetzt an der richtigen Stelle und kann umgeladen werden. Es kommt jetzt der LKW und wird sich neben dem Behälterwagen stellen und dann wird der Wagen auf dem LKW umgeladen. Damit ist dieses Video beendet. Ich hoffe, es war ein wenig interessant. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Sage ich auf Wiedersehen und tschüss. Better in, or come back better in.